meine sehr geehrten Gäste, ich darf Sie herzlich begrüßen zum Advent im Keller 2013. Freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Als allererster begrüße ich unsere Frau Bürgermeister, Abgeordnete zum Nationalrat, Frau Dorothea Schittenhelm. In Vertretung für alle Gemeinderäte, bei denen ich mich sehr herzlich für Ihr Kommen bedanke, begrüße ich den Herrn Gemeinderat Dr. Günther Trettenhahn. Er ist in Biesenberg zuständig fürs Brauchtum, deshalb habe ich ihn ausgewählt. Dann möchte ich herzlich begrüßen unseren lieben Pfarrer Magister Andreas Luikhammer. Danke fürs Kommen. Herzlich bedanken möchte ich mich bei unserem Sponsor für diesen Keller, die Reiker Korneuburg, der Herr Magister Korder. Herzlichen Dank. Und ein ganz, ganz lieber Dank gilt von unserer Seite, vom Dorferneuerungsverein, den Kellerbesitzern, denn ohne die wäre diese Veranstaltung nicht möglich. Wir haben heuer diesen Keller neu dazu bekommen, was mich sehr freut, weil wir hier Veranstaltungen machen können. Ich hoffe, Sie frieren uns nicht zu sehr, es ist auf alle Fälle wärmer als draußen. Dieser Keller und der Keller daneben gehört der Familie Fried-Berger, bei denen wir uns herzlich bedanken. Der nächste Keller ist vom Herrn Anton Guckenberger, herzlichen Dank. Dann die Familie Bauer-Schwarzböck, ganz, ganz lieben Dank. Und der liebe Simon Schmidt, herzlichen Dank für das Vertrauen, das ihr den Ausstellern entgegenbringt. Dann würde ich jetzt ganz kurz unsere liebe Frau Bürgermeister bitten, die Veranstaltung zu eröffnen, und ich sage dann noch kurz das Programm. Danke. Ja, auch ich sage ein herzliches Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Pfarrer. Es hat jetzt schon wieder fast Tradition, dass es diesen Advent im Keller gibt. Und es ist wieder ein Mehr an nicht nur Veranstaltungen, sondern gesellschaftliches Ereignis bei uns in der Marktgemeinde, und ich finde es ganz großartig. Vorige Woche am Sonntag der Adventmarkt der ÖVP-Frauen, ein sehr erfolgreicher mit sehr vielen Familien, auch jungen Familien, und auch da die gesamte Kellergasse zu beleben, liebe Renate, finde ich ganz großartig. Mein Dank gehört dem Dorferneuerungsverein, dessen Opfer ja unsere Renate Knorr ist, die hier ehrenamtlich auch tätig ist. Ja, alles, was die Gemeinde ein wenig mehr näher bringt, vor allem auch in dieser ruhige Zeit ist es ja nicht, Herr Pfarrer, muss ich leider so sagen. In dieser Adventzeit ist uns schon wichtig, und ich finde es einfach großartig, auch von den Kellerbesitzern her, dass sie die Kellerräume freigeben. Und ich weiß ja, dass da vorhin ja sauber gemacht worden ist, da sind ja, ist ja vieles anderes noch gestanden an Flaschen und Sonstiges. Es schaut großartig aus, und wir sehen das hier in diesem einen zum Beispiel, wir sehen das auch bei den anderen, welch wunderbare Räumlichkeiten es da gibt, Keller es da gibt, die man sicherlich das öfter nützen könnte. Ich bin schon sehr froh, wenn das einmal im Jahr geschieht, durch das Engagement und die Initiative von Renate Knorr, dem Dorferneuerungsverein. Ich freue mich jedenfalls auf einen gemütlichen Advent-Samstagabend und darf Ihnen, geschätzte Damen und Herren, nicht nur heute einen schönen Abend wünschen, sondern auch alles, alles Gute für die Adventzeit und schließlich dann auch für das Weihnachtsfest. In diesem Sinne freuen wir uns gemeinsam, jetzt vor allem, glaube ich, dann auch auf die Frau Ritzinger. Ich bin schon sehr neugierig. Danke, Renate. Wir haben jetzt eine Lesung von der Frau Ritzinger. Um 17 Uhr gibt es den Laternenumzug für die Kinder, und um 18.30 Uhr, was mich auch sehr freut, spielen vier junge Biesenberger, die bei den niederösterreichischen Jugendsymphonikern spielen, ein Konzert, Klassik meets Pop. Advent, die Tage werden immer kürzer, kein Sonn durch den Nebel dringt, der Wind bläst jetzt viel rauer und gar kein Vogel mehr singt. Ganz düster rennen die Tage, die Menschen hasten dahin, auch jeder voll Kummer und Sorgen, haben für das Schöne keinen Sinn. Da leicht in der dunklen Stube die erste Kerzen am Kranz, schöpft alles wieder Hoffnung und kriegt in den Augen einen Glanz. Halt still ein paar Minuten, ganz andächtig muss sein. Dann zirkt in unsere Herzen der Weihnachtsfrieden ein. Weihnachten ganz entspannt. Warum nicht einmal ganz entspannt, als hektisch herumgerannt? Ruhe bewahren, gelassen sein, dann wird es eine ruhige Weihnacht sein. Zeitgerecht an Geschenke denken,
den Ablauf des Geschehens selber lenken, wird auch nicht ganz perfekt das Fest. Dafür ist die Hausfrau nicht gestresst. Wichtig ist, dass die Familie gemütlich beisammen sitzt, nicht dass die Mutter hinterm Ofen schwitzt. Ein feudales Menü zubereitet, dies war früher einmal sehr verbreitet. Weihnachten ganz entspannt sein, fröhlich sitzen im trauten Heim, Weihnachtslieder singen unterm geschmückten Baum, dies wäre doch von vielen ein Traum. So, aber jetzt darf ich. Ja. Herzlichen Dank. Alles Liebe, Stesinnen, daher. Dankeschön. Danke für die beiden Lesungen, danke für die Gäste, die zugehört haben. Ich hoffe, sie sind uns nicht erfroren, aber ich glaube, es ist wärmer im Keller, als man glaubt. Gehen Sie nochmal durch, genießen Sie den Advent im Keller, nehmen Sie sich einen Punsch oder kommen Sie zu uns auf eine heiße Birn und ja, gehen Sie ein bisschen shoppen, nehmen Sie was mit für Ihre Lieben und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und um 18.30 Uhr, wie gesagt, das Konzert, wer Lust und Laune hat, ist auch sicher eine tolle Sache. Lieben Dank. Mein Name ist Renate Knorr, ich bin die Obfrau des Dorferneuerungsvereins Biesenberg und freue mich sehr über den Advent im Keller 2013. Es ist mir eine große Freude, dass so viele Kellerbesitzer ihre Keller zur Verfügung stellen, in denen verschiedene Aussteller Kunsthandwerk präsentieren. Das ist alles selbstgemacht, das sind alle Marmeladen aus Bio. Es hat sich jeder sehr bemüht. Wir haben heuer einen eigenen Veranstaltungskeller, der von der Familie Friedberger zur Verfügung gestellt wurde. Es gibt Lesungen von Mundartdichtern, es gibt ein Konzert von vier jungen Biesenbergern, den Geschwister Semmlern. Es gibt ausgezeichnete Kulinarik vom Bratkartoffel oder Folienkartoffel über Chili, es gibt Palatschinken, es gibt Kuchen, Kekse, alles was auf einem Adventmarkt sein muss und sein soll. Und wir freuen uns schon heuer auf den Advent 2014, der am 6. und 7. Dezember wieder in der Anton-Zickel-Gasse in Biesenberg stattfinden wird. Wir hoffen auf zahlreiche Besucher und freuen uns auf nächstes Jahr.